So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Begleitet uns auf unserer Hornreise. Genau, dies wird ein bisschen anders werden, das Video, als viele andere vielleicht. Mhm. Aber wir machen heute die Reise zum Horn, denn danach sind wir beide endlich Horn. Und Stefan wird euch dann nachher, weil er es einfach besser weiß, erklären, warum, weshalb. Und das Ganze übrigens mit Austrian, hatten wir auch schon lange von nicht mehr. Stockholm aus, hat alles so seine Gründe, werde ich euch gleich nach dem Intro erzählen. Ja, wir fliegen nämlich nach Bangkok. Das haben wir im Intro gar nicht gesagt. Bangkok, also von Stockholm über Wien nach Bangkok. Und warum? Das erzähle ich euch im Detail nachher nochmal. Aber es gab einen unschlagbaren oder immer noch sehr, sehr guten Deal, dass wir regelmäßig unseren Patrons in unseren Insider-Deals verraten. Könnt ihr gerne mal auf Patrons vorbeischauen, weil das sind Dinge, die müsste ja nicht jeder wissen, weil sind ruckzuck nämlich solche Deals weg. Das heißt, sie sind Insider und ein bisschen Secret, so kann man sie nennen. Und wir haben auf der Strecke Stockholm-Wien nach Bangkok die Buchungsklasse J. Und J ist die höchste Buchungsklasse in der Business Class. Das heißt, es gibt auch eine ordentliche Gutschrift von Statusmeilen, die aktuell auch noch verdoppelt werden. Das ist nämlich der Grund, weswegen wir gerade nach Bangkok fliegen und warum das unsere Hornreise ist. Wir bekommen für den Trip hin und zurück, würden wir 60.000 Meilen bekommen. Oh, wir brauchen gar nicht so viel. Uns reichen 30.000. Da wir ja Business Class fliegen, das wäre jetzt die Kurzstrecken-Business Class, kennt ihr ja. Aber bei Austrian gibt es tatsächlich auf einem 2-Stunden-Flug auch eine warme Mahlzeit mit, wenn man möchte, einem kleinen Schwarzen. Ja, und es schmeckt natürlich wesentlich besser, wenn man weiß, man sammelt auf bestimmten Flügen 200% Statusmeilen. Das geht, wie schon erwähnt, aufgrund der aktuellen Kulanzregelung von Miles & More. Man bekommt nämlich auf der Langstrecke die Entfernung in Meilen als Statusmeilen-Gutschrift. Bei 200% doppelt und durch die doppelte Aktion nochmal doppelt, also vierfach Meilen-Gutschrift. Und das geht bis Ende Juni und macht es für uns natürlich wesentlich einfacher, den Hornstatus zu erreichen. Denn für den Hornstatus benötigt man 600.000 Statusmeilen. Die muss man nicht geflogen haben, sondern gesammelt haben. Wenn wir jetzt auf einer Trip wie diesen von Stockholm über Wien nach Bangkok und zurück 60.000 sammeln, müsste man das 10-mal machen, dann hätte man den Horn. Ist natürlich ein bisschen kostspielig, aber man kann auch das First Class machen, haben wir in der Vergangenheit hier viel gemacht. Wenn ihr unseren Kanal kennt, könnt ihr gerne mal die einzelnen Videos anschauen. Wir haben diverse Lufthansa und Swiss First Class Trips gehabt und die uns über 100.000 Punkte gebracht haben. Also da geht es natürlich schneller, kostet aber auch entsprechend mehr. Das könnt ihr immer durchrechnen. Es gibt Hühnchen mit einer Spätzle und Soße Zubereitung. Mm. Dankeschön, tschüss. So. Angekommen in Wien. Und was ich noch sagen wollte, sammeln könnt ihr übrigens die Statusmeilen oder besser gesagt die Hornmeilen nur auf Flügen der Lufthansa-Gruppe und den Airlines. Das ist also Swiss, Austrian, natürlich Lufthansa, LOT und noch ein paar andere. Ja, was habe ich davon? Ja, normalerweise würden wir jetzt mit einer Limousine abgeholt werden. Nicht unbedingt in Wien, aber in Frankfurt und in München. Als Senator und als Hon hat man dann die Möglichkeit, in eine bessere oder exklusivere Lounge zu gehen, als Senator in die Senator Lounge. Oder zum Beispiel als Hon darf man in die First Class Lounges der Lufthansa und der Swiss gehen. Und damit immer First Class Dining. Guck. Alles gut. Ja. Und habt ihr vielleicht gerade gesehen, nebenan gab es tatsächlich noch ein
eine, also gibt es auch hier einen separaten Bereich oder separate Lounge für First Class Gäste oder Horn Circle Gäste. Das könnten wir dann nach dem nächsten Flug tatsächlich besuchen. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die First Class Lounges, die wir besuchen werden in Frankfurt, in München und auch noch an anderen Flughäfen. So, das sieht lecker aus. So, jetzt heißt es für uns erstmal 5 Stunden Lounge warten, weil unser Flieger erst 11.20 Uhr und es ist jetzt erst kurz vor 6. Ja, so ist es leider. Man muss manchmal einen sauren Apfel beißen, denn klar, man könnte das auch direkt machen, Hannover, Wien, Bangkok, aber dann hätte es tatsächlich das Dreifache gekostet. So zahlen wir One Way 700 Euro. Und in einer Buchungsklasse, die ist echt jenseits von Gut und Böse. Normalerweise würde man P bekommen. P heißt 100% Entfernungspauschal, also Entfernung, und das als Gutschrift des Status meinen. Aber wir haben hier tatsächlich J bekommen, das heißt 200%. Und wenn man das Return macht, dann hat das gekostet 1400 noch etwas. Da hat man entsprechend also richtig, richtig viele Statusmeilen oder, wie gerade gesagt, Horn-Circle-Meilen. Das ist ja das Wichtige. Nur damit kann man den Horn auch erreichen. Da hat man 2 Jahre Zeit für. Wir haben mindestens 400.000 Horn-Circle-Meilen letztes Jahr geschafft. Dieses Jahr brauchten wir halt noch 200.000 und das haben wir eigentlich vorgenommen, bis im März zu machen. Ja, März ist so eine Sache. März, ja, wir haben so viel zu tun. Warum machen wir März? Der Horn-Circle-Status ist gültig für 2 Jahre. Allerdings bis zum März. Also man hat dann letztendlich bis zum Ende des Jahres, dann 2 volle Jahre und dann nochmal bis März. Das heißt, man hat also quasi 3 Jahre den höchsten Status der Star Alliance und der Lufthansa inne. Das ist der beste Deal, den man haben kann. Da setzt man sich dann doch gerne mal ein paar Stunden in den Lounge und fliegt auf Umwegen zu seinem Ziel. Wobei, wir wollten ja, wir müssen auch nach Bangkok, so ist es ja nicht. Ach ja, das ist das Tolle, als Statusgast und natürlich auch als Business Class Gast kann man früher an Bord gehen. Das ist einer der besten Vorteile. Und als Horn natürlich, wenn man Glück hat, wird man mit einer Limousine direkt zum Flugzeug gebracht, aber nicht hier in Wien. Ach ja, also die Austrian ist in einer 121 oder 122 Bestuhlung, also hier abwechselnd, kennt ihr es. Wenn man Glück hat, hat man alleine unterwegs ist, kann man, wie zum Beispiel da hinten, ganz alleine sitzen. Wir sitzen ja zwei unterwegs, deswegen haben wir uns einen Zweiersitz ausgesucht, aber eigentlich vorzugsweise in der hinteren Kabine. Man hat aber uns jetzt nach vorne gesetzt. Ich weiß noch nicht so genau, aber die Gerüchte sagen, es wäre ein Baby hinten. Man möchte quasi die Nachbarn schützen, was ja auch wieder gut mitgedacht ist. Aber für uns jetzt gerade blöd, weil wir jetzt um uns herum ganz viele Leute haben. Nichtsdestotrotz, es geht ja um unsere Hornreise, nicht um Austrian selber. Das werden wir euch im nächsten Video nämlich zeigen. Demnächst geht es nur um Austrian Business Class. Heute geht es wirklich um unsere Hornreise. Warum wir sie machen, wie wir sie gemacht haben und wie ihr es auch machen könnt. Ja. Altwiener Backhändel. Gibt es eine andere Karte? Prosecco, Wasser. Ah, Prosecco. Tschüss. Auf den Horn. Auf den Horn, ganz genau. Wir freuen uns total. Erstmal trinken. Also auf den Status, nicht auf den Horn. Auf den Status, weil danach heißt es für uns, wie gesagt, fast 3 Jahre lang Sonderstatus bei der Lufthansa. Nicht nur bei Lufthansa, nicht nur bei der Swiss, sondern auch bei Austrian, bei der LOT, bei Eurowings höchstwahrscheinlich. Aber da macht er jetzt nicht so viel aus. Aber hauptsächlich, das Tolle daran ist, und das freuen wir uns total, ist halt die Möglichkeit. Wir fliegen jetzt mal eben von Hannover über Frankfurt nach Zürich und werden jedes Mal mit einem First Class Service abgeholt. Wir werden mit der Limousine abgeholt und wieder zum nächsten Flugzeug gebracht. Währenddessen können wir zum Beispiel in Frankfurt ins First Class Terminal gehen, was ja richtig, richtig cool ist. Das First Class Terminal ist meiner Meinung nach das beste First Class Erlebnis, das beste First Class Lounge, die es gibt. Und die können wir, wie gesagt, immer benutzen, wenn wir in Frankfurt sind. Dafür müssen wir zwar das Terminal kurz verlassen, dann wieder ins eigene Terminal gehen, neue Sicherheitskontrolle, aber werden dann wiederum
direkt mit zum Flugzeug gebracht. Das ist einmalig. Ich glaube, es gibt keine Airline, die so einen Service anbietet für ihre besten Statuskunden. Ah, okay. Also doch Vitello Tonnato. Vitello Tonnato gibt es als Vorspeise mit Trüffel, oder? War das mit Trüffel? Ich glaube, es war das mit Trüffel. Ach ja. Bei der Austrian gibt es lecker Brot. Das hat man ja selten bei Airlines. Wiener Backhändel und Gurkensalat. Ich sag ja, so und so kann's. Das Essen ist immer ausgezeichnet. Prinzipiell war das jetzt eigentlich schon die Hon-Reise. Ja, die kommt natürlich auch in Bangkok an, werden da noch das eine oder andere erleben. Aber wie wir da hinkommen, war letztendlich der Grund, um die Statusmeilen zu erhalten. Jetzt haben wir sie bekommen. Jetzt muss ich noch ein, zwei Tage warten, bis sie auf meinem Miles & More Konto gutgeschrieben werden. Und dann wird sich automatisch der Status von Gold, also Senator, auf Schwarz von Circle Member ändern. Und dann ist es im ganzen System geändert. Und wenn wir dann wieder ein Flugzeug besteigen oder irgendwo einchecken, haben wir immer den First Class Zugang oder die besonderen Vorteile, die ich aufgezählt habe, wie Limousinen-Service, den Check-in, schnelleren Check-in oder manchmal auch direkt ein Personal Assistant in bestimmte Flughäfen. Also es ist eine Menge, die da möglich sind und da lohnt es sich schon richtig. Sowas hat sich gelohnt, war auch nicht ganz billig und hat auch relativ viel Nerven gekostet. Allein der diese Tour jetzt von Hannover, Frankfurt, Stockholm, Stockholm, Wien, Bangkok, das hat jetzt über 18 Stunden gedauert. Also eigentlich bis ja noch nicht mehr 18 Stunden, bis wir losgekommen sind nach Bangkok. Das heißt, insgesamt über 24 Stunden waren wir unterwegs. Das ist schon anstrengend. Aber es hat sich gelohnt, definitiv. Dann nehme ich doch zum Abschluss nochmal eine rote Grütze. Eine Himbeergrütze. Boah, das war viel für den Magen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt den Platz 1 der besten Essen im Flugzeug wählen müsste, wäre das definitiv Austrian Airlines. Danach würde folgen bei mir, ich erinnere mich noch, auch auf dem Weg nach Bangkok, Japan Airlines in First Class. Aber mal ganz im Ernst, das, was die hier serviert haben, das Backhandel, das Alt-Wiener Backhandel, ich habe es probiert, ich könnte mich reinlegen. Auch meine Pasta, die haben das ja, ich musste ja erstmal googeln, was das ist, weil ich kann ja kein Österreichisch. Und das Bayerisch, das reicht da nicht hin. Jedenfalls war es absolut fantastisch und ich muss ehrlich sagen, ich bin extremst begeistert von dem Essen und ich habe das schon fast wieder über die Jahre vergessen, seit dem letzten Mal Austrian, wie gut das Essen bei Austrian ist. Was ich wiederum nicht so gut fand, und ich muss ja immer meckern, und das ist es halt nun mal, beim letzten Austrian-Flug, wo wir nicht gedreht haben, wo wir nur bei Patreon gepostet haben, da war es eben so, dass die Hons und die Senatoren zuerst gefragt wurden, was sie denn essen möchten, damit kein Essen nicht verfügbar ist für die hohen Statusgäste und man sich entschuldigen muss, so nach dem Motto. Und das ist jetzt hier nicht erfolgt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie so verdammt viel geladen haben, dass es ab Wien, auf Deutsch gesagt, egal ist. Ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Die Toiletten sind nicht vorbereitet gewesen. Das waren sie beim letzten Mal auch nicht. Ich habe es bei Patreon gepostet. Ich war also etwas schockiert über diese Fotos, die da, also nicht nur ich, sondern auch die Patrons waren schockiert über die Fotos der Zustände der Toilette. Aber das ist ja egal. Das kann immer vorkommen. Kann ja auch sein, dass da irgendein Fluggast reingeht und was weiß ich, was da drin macht. Jedenfalls jetzt aber auch nicht vorbereitet und Naja. Wenn ich es besser machen würde, wollen würde,
dann würde ich sagen, wir führen ein Protokoll ein und es muss stets nach dem Protokoll vorgegangen werden. Aber das sind nur meine naiven Gedanken, die ich da jetzt vielleicht als Fluggast habe und nicht aus der Sicht der Crew oder des Managements. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Es geht ja um die Honreise. Ich habe mein Krönchen, ich habe meine Klingel und in Zukunft bin ich der Hon Dominik, ne? Macht euch auf was gefasst. Macht euch auf was gefasst. Küsst die Hand, schöne Frau. Ah, und eine Sache habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, was ich denn immer mit Buchungsklasse meine und überhaupt, was hat das mit Statusmeilen auf sich? Oh ja, danke schön. Es ist alles eine komplizierte Sache, aber wer sich damit auseinandersetzt und das System versteht, der kann damit eine ganze Menge Geld sparen und natürlich auch ganz viel Luxus erleben, so wie ihr es halt auch macht. Also Reisen, wie wir es auch tun, könnt ihr auch machen, indem ihr quasi unsere Travel-Kurse euch anschaut. Also ich habe über 10 Stunden Lektions-Videomaterial, wo ihr in 3 verschiedenen Kursen, eigentlich sind es sogar 5, sehen und lernen könnt, zu reisen, wie wir es tun. Von Anfang bis zum Ende, von A bis Z, also ist alles dabei. Was sind Meilen, was ist Statusmeilen? Kriege ich für einen Prämienflug auch noch Statusmeilen und Prämienmeilen? Das werde ich oft gefragt, gleich vorweg. Nein, bekommt man nicht. Und das sind Dinge, die man wissen muss. Das werdet ihr in unseren Travel-Kursen, Online-Kursen, die ihr quasi komplett online machen könnt. Da könnt ihr dort lernen. Wow, fast angekommen in Bangkok. Und wenn wir jetzt Glück haben, und wären wir jetzt Hon, sagen wir es mal so, dann würden wir jetzt direkt am Flugzeug abgeholt werden mit einer Personal Assistant, die uns dann oder der uns dann direkt durch die Immigration, also Einreise und vorher jetzt aktuell in Thailand halt den Thailand-Pass und die Kontrolle durchbringt bis zum Gepäckband. Und wenn wir dann auch noch Glück haben, und so sollte es so sein, wäre dann auf an so einem Koffer ein großer Hon-Tag dran und dann ist er immer der erste Koffer, der auf das Gepäckband kommt und damit sind wir auch die ersten aus dem Flugzeug, die das Gebäude verlassen können. Das heißt, man spart eine ganze Menge Zeit, vielleicht auch Nerven und beim Einreisen, also beim Einchecken, beim Flug, beim Boarding und letztendlich auch beim Rausgehen, beim Ende der Reise. Das hat so seine Vorteile. Ne? Nicht nur das, man hat halt auch bevorzugte Behandlung, habe ich ja euch ja während des Fluges erzählt. Also es ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Und letztendlich hat man wohl auch eine spezielle Telefonnummer bei der Malzer More Hotline oder halt auch bei Lufthansa, da wo man nicht lange warten muss, also relativ schnell dran ist, also so gut wie gar nicht warten muss. Und da hoffe ich mal, dass man da auch versucht, so einiges möglich zu machen, denn es kann auch bei Reisen vieles schief gehen und sich auch vieles ändern. Bin gespannt. Es sind wir jetzt also 3 volle oder fast 3 Jahre lang im höchsten Status bei der Lufthansa. Ach, und angekommen und da ist unser Koffer, ging relativ schnell, wobei das natürlich immer abhängig ist vom Flughafen, aber das ist der Vorteil eines Tags mit einem Status, dann kommt er mir schneller raus, habe ich schon erzählt. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt, wir freuen uns auf die Gutschrift der Meilen und dann, ab diesem Zeitpunkt sind wir dann im Hon-Status für 3 Jahre. Ja, das wird ein Spaß. Folgt uns für mehr Travel Hacks, könnt ihr gerne machen und natürlich auch für mehr Spaß. Wir werden also jedes Mal, wenn wir Business und Economy fliegen, in die First Class Lounge gehen. Bis zum nächsten Video, tschüss. Hallo.